Naturbelassene Wälder und eine einzigartige Biodiversität. Der regionale Naturpark von Pfienferge gehört zu den wertvollsten Naturlandschaften der Schweiz. In einer Gemeinschaftsproduktion der SRG entdecken wir zusammen mit einer Moderatorin und zwei Moderatoren aus verschiedenen Schweizer Sprachgebieten die Vielfalt dieser atemberaubenden Landschaft. Wir erkunden Flusslandschaften und Auengebiete, wo wir seltene und geschützte Arten entdecken. Eine Ornithologin, Forschende und eine Winzerin erzählen uns ihre Geschichten und führen uns an überraschende Orte im Park. Von ihnen erfahren wir, warum es sich lohnt, sich für dieses Paradies einzusetzen. Folgen Sie uns auf unserer Reise durch den Park. Im Herzen des Wallis erstreckt sich der regionale Naturpark über 13 Gemeinden zwischen Gampel und Sierre, zwischen zwei Sprachregionen. In diesem rund 300 Quadratkilometer großen Gebiet herrscht ein besonders heißes und trockenes Klima. Kulturorte wie das Schloss Leuk oder die Scheunen in Albinen, die Thermalquellen und die Sommer- und Wintersportmöglichkeiten haben viel zu bieten. Aber was diesen Park ganz besonders macht, sind seine Naturschätze. Im regionalen Naturpark Pfienferge gibt es viele verschiedene Lebensräume, die sich von der Ebene bis hoch ins Gebirge hinauf verteilen. Neben dem Pfienwald, der dem Park den Namen gibt, sind das beispielsweise Teiche und Magerwiesen mit einer hohen Artenvielfalt. Insbesondere die Vögel profitieren von diesen Landschaften. Das macht den Park schweizweit zu einem der besten Orte, um die Vogelwelt zu beobachten. In dieser Folge erfahren wir auch warum. Céline, für Vogelfans ist das hier der beliebteste Ort im Park, das Leukerfeld. Kannst du mir sagen, warum dieser Ort so bedeutend ist? Wenn man Vögel beobachten will, ist es sehr interessant hier, weil auf kleinstem Raum sehr viele Vogelarten vorkommen. Ganz speziell an diesem Ort ist der Bienenfresser. Wer sie zum ersten Mal sieht, sagt nur wow. Auffällig ist das Blau und das Gelb. Und wer genau hinsieht, bemerkt die spitzen Flügel und dass sie sehr schnell fliegen. Sie haben einen langen schwarzen Schnabel und ja, sie haben gelbe, blaue, grüne und orange Farben. Nimmt man sich etwas Zeit, sieht man all diese Farben und das ist dann anders als das, was man sonst sieht. Es sind Zugvögel, die nicht das ganze Jahr hier leben. Und in der Paarungszeit machen die Paare etwas ganz Besonderes. Was machen sie? Die Männchen balzen, indem sie den Weibchen ein schönes Insekt schenken. Manchmal sieht man, wie sie extra ein Insekt aussuchen für das Weibchen. Man sieht sie dann mit großen Insekten im Schnabel. Bei Bienen oder Wespen fragt man sich, warum sie nicht gestochen werden. Aber wenn sie eine Biene fangen, schlagen sie sie so lange auf einen Ast, bis der Stachel mit dem Gift entfernt ist. Und dann können sie das Insekt fressen. Das Geschenk ist also nicht mehr giftig. Nein. Thank you.
Im Leukerfeld sieht man auch andere Vögel. Rund um den Weiher gibt es verschiedene Lebensräume mit Wiesen und Hecken. Die sind sehr wichtig für die Vögel, aber auch für andere Tiere. Wir haben den Kormoran, den Schwarzmilan, den Fischadler. Es gibt Graureiher. Rundherum kann man auch Neuntöter beobachten. Man hat extra Dornenhecken gepflanzt, wo sie ihre Beute aufspießen können. Jede Jahreszeit hat ihre Besonderheiten. Bei mir dreht sich das mal alles um den Walliser Wein, und das aus gutem Grund, weil die Weinbäuerinnen und Weinbauern, die haben unter anderem dazu beigetragen, dass der Naturpark entstanden ist. Nebst dem hat kein anderer Schweizer Naturpark so viele Reben und Weinproduzenten wie der hier. Und die erste Schweizer Weintechnologin, die wohnt auch noch vor Ort. Felici, das 2006 hast du den Betrieb von deinem Vater übernommen, zusammen mit deinem Mann Andrea. Und du hast als erste Schweizerin die Ausbildung zu der Weintechnologin gemacht. Wie war das so in so einer Männerdomäne? Also ich habe zuerst die Lehre gemacht als Winzerin, und da hat es ja schon völlig ein paar Freuden gehabt damals. Was nicht so viel gehabt hat, sind die, die dann nachher die Lehre noch im Keller gemacht haben, als auch die Weintechnologin. Das war noch so ungewohnt, dass jetzt da plötzlich eine Frau im Keller schafft. Ich muss aber sagen, auch in meinem Lehrbetrieb oder mit meinen Schulkameraden in der Schule, da bin ich eigentlich mit offenen Armen empfangen worden. Und das ist eigentlich sehr gut gegangen. Das war ja nicht Neuland für dich, oder? Du bist als Kind schon in diesem Betrieb aufgewachsen, hast im Keller geholfen, glaube ich, abfüllen, etikettieren, oder? Ja, also wir natürlich überall ein bisschen davon mithelfen, im Weinkeller, vor allem halt schon beim Abfüllen am Anfang. Ja. Aber natürlich auch noch eben dann, je nach Alter, hat man so ein bisschen angefangen mit den verschiedenen Arbeiten. Natürlich dann als allererstes immer bei der Weinlese. Das ist, glaube ich, so typisch für jedes Kind, das auf einem Wein gut aufwächst, ist zuerst einmal die Weinlese. Dein Vater war also etwas wie ein Pionier. Der hat schon 1965, wo noch nicht viel über Bio geredet haben, mit der Begrünung dieser Reben angefangen. Wie ist er denn auf das gekommen? Also mein Vater war ja zweitens in einer Ausbildung als Weinfachtechniker und hat dann da natürlich eine Menge gelernt, viele neue Ideen heimgebracht. Und mein Grosspapa war dann doch so offen, dass er gesagt hat, du machst jetzt die Ausbildung, du darfst das ausprobieren. Also dann hat er im Gobelet hat er dann von einer Reihe uns Riso die Reben hochziehen und angefangen bei Grüno. Also das war schon sehr revolutionär hier im Wallis zur damaligen Zeit. Und warum ist das besser, die Begrünung? Das lebt natürlich. Es ist voller Blumen, Insekten, Schmetterlinge. Der Boden lebt natürlich durch das. Es wird nachher auch, weil es wieder gemäht wird, es gibt natürlich auch Humus. Es gibt auch wieder ein bisschen Stickstoff, der dazukommt. Zum Teil haben wir auch recht steile Lagen hier. Und das verhindert auch die Erosion, das abschwemmt. Und was wir auch wirklich in den letzten paar Jahren stark gemerkt haben, es ist im Rebberg viel weniger heiß, wenn wir begrünt haben. Wie ist das aufgenommen worden rundherum? Ich habe gesagt, es war ein Pionier.
Ja, also die Leute haben schon sehr skeptisch geschaut und haben uns schon zum Teil als Spinner angeschaut, weil früher ist natürlich der beste Weinbauer gesehen, der die Zybrus Reben hatte, also der Zybrus Boden, und plötzlich wächst einfach überall Kräut. Das war natürlich schon gewohnheitsbedürftig. Also es haben noch zum Teil auch in Sirohäuser liefern. Und es gibt so eine schöne Anekdote mit meinem Grossvater zusammen, was der Papa immer erzählt hat. Er hat gesagt, weil früher da hatten sie noch nicht so Maschinen für das und dann haben sie ja noch von Hand gemäht mit der Säge. Yeah. Und er gesagt, ja, ich komme dir schon helfen, aber am Morgen früh, wenn ich dann niemand gesehen. Ich habe einmal hier gesehen, zwei verschiedene Arbeiten. Der erste ist der Gras, der muss am Rig gemäht kommen. Weil es langsam so hoch ist, dass es in den Schoßen hineinkommt. Und das zweite sind die Schoßen einschleifen, dass es so eine schöne Wand gibt und die Triebel alles an einer gleichen Höhe sind. Andrea Benicchio stammt aus dem Tessin und ist aus Liebe zu Felicitas in den Naturpark gezogen. Mit großem Respekt für die Umwelt führen die beiden das Familiengut in dritter Generation weiter. Ihr seid jetzt seit 2012 Partnerbetrieb von dem Naturpark. Was hat das für Auflagen? Auflagen sind auf verschiedenen Ebenen. Der eine ist es eine kulturell-soziale Ebene, dass man auch die Mitarbeiter anschaut und dass sie näher und so in der Region sind. Und das andere ist für die Umwelt. Die Umwelt ist natürlich neben die Ecke, die man angepflanzt hat, die Begrünung in den Rehberg. Und mit dem soll umgehen. Wir haben entschlossen, Biodiversitätsstufe 2 zu haben. Das passt in den gleichen Richtlinien wie vom Parken, dass man alterniert mäht. Und von dem her, ja, geht es praktisch einen in den anderen rein, ohne dass man viel zusätzliche Aufgaben machen muss. Also was heisst das genau, Biodiversitätsstufe 2? Ich habe nämlich sogar gelesen, ihr habt 70% Biodiversitätsstufe 2. Was meint das? Biodiversität kann man zwei Stufen. Die erste ist, wenn es das alles wachsen ohne Herbizid behandelt. Und da kommen meistens am Anfang die Unkräuter oder Kräuter, die man nicht gerne hat. Und die Stufe 2 ist wie eine Blumenwiese, muss man sich vorstellen. Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren eine Klasse begleitet. Oder die Klasse ist begleitet durch das ganze Jahr und bei der Stufe Biodiversität Stufe 2 habe ich ihnen gesagt, geht einfach in den Rebberg und bringt mir alles, alle Blumen, die ihr findet. Wenn es schon etwas hat, tun wir das weg und dann am Ende sehen wir, wie viele Pflanzen entstehen. Und am Ende waren über 40 verschiedene Pflanzen, die da sind. Das ist ein schönes Bucke und das zeigt, was es eigentlich die Natur machen kann. Das ist nicht nur eine zusätzliche Monokultur neben der Rebe, sondern es gibt wirklich verschiedene Arten, verschiedene Gattungen, die da entstehen. Und dementsprechend auch noch begleiten dazu die verschiedenen Tiere, die das gerne haben. Ja, hier sieht man, dass jetzt die Schossen sind schon eingeschliffen worden. Und man sieht, dass hier die neuen Schienen, die werden in 10, 15 Tagen werden sie blühen. Und nach der Blüte kann man beurteilen, wie das ungefähr wird sein. Also es geht sehr schnell? Ja. Also man hat so eine Faustregel, wenn der Holunder blüht, 14 Tage später blüht die Rebe. Ja. Der Holunder ist jetzt am Blühen, von dem her, ja, in 14 Tagen ist man zu weit. Was ist jetzt das für ein Eidechsli? Das ist die noch gewöhnliche Eidechsli. Ja. Nicht die, die du gesagt hast, die. Nein, Smaragd-Eidechsli ist die grün. Sieht ganz anders aus, gell? So grün. Ja. Grün-bläulich und das ist 4 bis 5 Mal grösser. Ah, oh, wow! Aber die haben ihr hier in der Reben drin? Ja, ja. Wow! Die Smaragdeidechse liebt neben kargen Wiesen auch die Sonne. Welcher Ort wäre da besser geeignet als ein Weinberg? Im Gebüsch und zwischen den Steinen der Trockenmauern können sie sich vor Fressfeinden verstecken.
Selber fressen sie hauptsächlich Insekten und manche davon sind Rebschädlinge, was wiederum dem Winzer nützt. Ein weiterer Liebhaber der sonnigen Hänge ist der Libellenschmetterlingshaft. Er kommt speziell hier im Wallis vor und ist weder Schmetterling noch Libelle, sondern ein Netzflügler. Eine weitere Spezialität sind die Adonisröschen, die nur hier und nirgendwo sonst in der Schweiz blühen. Ihren Namen haben sie einer Liebesgeschichte zwischen der römischen Göttin Venus und Adonis zu verdanken. Nachdem Adonis auf der Jagd von einem Eber getötet wurde, verwandelte Venus sein Blut in Adonisröschen. Die Forschung zu fördern ist eine der Aufgaben der Schweizer Perke. Allein hier laufen zurzeit gut ein Dutzend wissenschaftlicher Projekte. Wir lernen jetzt jemanden kennen, der mit Spitzentechnologie forscht, um weltweit die Sicherheit in den Berggebieten zu verbessern. Das ist ein Breitband, also es ist extrem empfindlich. Okay. Bei dem muss man noch mehr aufpassen als bei dem anderen. Die Arbeit eines Forschers auf dem Gebiet der Naturgefahren erfordert große Präzision und Verantwortung. Genau diese Eigenschaften zeichnen den Seismologen Fabian Walter aus. Zusammen mit seinen Studenten installiert er hier einen speziellen Seismometer, der jede Bewegung in der Umgebung aufzeichnet. Das soll helfen, die Murgänge im Illgrabental besser zu verstehen. Bei Starkregen reißen Wasser und Schutt auch große Felsbrocken mit, was plötzliche und verheerende Naturkatastrophen auslösen kann. Deshalb ist die Überwachung durch die Eidgenössische Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft so wichtig. Du bist mitten bei der Arbeit. Was machst du? Als erstes haben wir ein Loch gegraben und geebnet. Denn der Boden muss flach sein für den Seismometer, der die Gravitation misst. Die Daten gehen vom Seismometer in diese Schachtel, die mit solarbetriebenen Batterien funktioniert. Und mit diesem Logger werden dann die Daten nach Zürich übermittelt, wo sie analysiert werden, um besser zu verstehen, was hier geschieht. Fabian, welche Daten genau werden nach Zürich übermittelt? Ja, diese Daten sind die Bodenunruhe. Also wenn der Boden sich bewegt, zum Beispiel nach einem oder während eines Erdbebens. Und wir messen die Murgänge, die sich den Illgraben hinunter bewegen und diese Bodenunruhe hervorrufen. Und diese Daten übertragen wir dann in Echtzeit zum Schweizerischen Erdbebendienst nach Zürich. Das Illgrabental ist eines der instabilsten Täler der Alpen. Murgänge, die sonst eher selten sind, treten hier 3 bis 5 Mal pro Jahr auf. Und es kommt im Schnitt 25.000 Kubikmeter Material herunter. Die steilen Hänge und die geologische Beschaffenheit der Berge begünstigen solche Ereignisse.
Das Geröll von der rechten Bergflanke besteht aus Quarzit. Von der linken Bergflanke hingegen kommt Kalkstein herunter. Der ist sehr porös und brüchig. Murgänge mit dieser Mischung aus Schlamm und Geröll können weit hinab bis ins Dorf Susten fließen. Das Ziel dieser Datensammlung ist klar und konkret. Man will ein Alarmsystem entwickeln, das viel schneller ist als das bisherige. Ja, das ist so, weil diese Bodenunruhe, das sind seismische Wellen. Und die übertragen sich über viele hundert Meter oder gar Kilometer Distanzen. Das heißt, wir können den Murgang bereits dann detektieren, wenn er sich noch weit oben im oberen Einzugsgebiet des Ilgrams befindet. Und dort können wir sonst keine Messungen machen. Das Gelände ist zu instabil. Und deswegen können wir mit dieser Methode Murgänge früher detektieren als mit vielen anderen Methoden. Dazu brauchst du sehr viele Daten, die du mit einem selbstentwickelten Algorithmus auswertest. Ja, in der Tat ist es eigentlich nicht schwierig, diese Murgänge aufzuzeichnen. Das können diese Sensoren, das sind herkömmliche Erdbebensensoren. Das Problem ist, dass wir auch viele andere Sachen aufzeichnen. Zum Beispiel, wenn eine Person oder ein Auto hier die Straße entlang fährt. Und das Problem ist dann nicht das Aufzeichnen dieser Signale, sondern das Erkennen dieser Signale. Und dazu braucht es bestimmte Algorithmen, die wir trainieren und die dann selbstständig Murgänge in unseren Zeitreihen erkennen. Von Leukerbad aus bringt einen die Seilbahn in nur 6 Minuten hinauf auf den Gipfel des Gemmi-Passes. Die seit der Römerzeit genutzte Strecke verbindet das Wallis mit dem Kanton Bern und wurde von Persönlichkeiten wie Mark Twain, Pablo Picasso und Lenin überquert. Noch heute kann man auf dem historischen Weg, der sich zwischen Felstürmen in die Höhe schlängelt, zum Gipfel gelangen. Besonders waghalsige klettern in rund 9 Stunden die gut 1000 Meter hohe Felswand hinauf. Und mit ein bisschen Glück kann man hier einen Bartgeier aus nächster Nähe beobachten. Wir befinden uns im Alpenraum auf 2300 Meter Höhe, umgeben von Felsen. Es liegt noch Schnee und es gibt auch Lawinen. Viele Tiere sterben im Winter und werden so zur Nahrung für den Bartgeier. Wir organisieren Ausflüge, um Bartgeier zu beobachten. Jeden Mittwochnachmittag. Und wir haben Anschauungsmaterial dabei, um alles besser zu erklären. Was wir gerne zeigen, ist diese Feder vom Bartgeier. Es ist die größte in der Schweiz. 65 bis 70 Zentimeter lang. Wie wertvoll. Hier. Danke. Manchmal können die Leute nicht zwischen Adler und Bartgeier unterscheiden. Beide sind einfach groß. Es stimmt, dass es nicht einfach ist, wenn man nur die Silhouette sieht. Aber es gibt einige Merkmale, um sagen zu können, es war ein Bartgeier oder ein Adler. Hier haben wir die Silhouette eines erwachsenen Bartgeiers. Man sieht klar die helle Unterseite. Was beim Bartgeier besonders ist, ist der rautenförmige Schwanz. Verglichen mit dem Steinadler sieht man, dass dieser kleiner ist, mit einer Flügelspannweite von 2,40 Meter statt 2,90 Meter. Der Unterschied zeigt sich aber vor allem beim gefächerten Schwanz. Wir können sie zueinander legen, so sieht man den Unterschied. Ja, genau. Der Bartgeier war im Alpenraum ausgerottet.
Es gab viele Legenden. Es hieß, er sei ein Mörder und entführe Kinder und werfe Bergbewohner in die Tiefe. Das stimmt natürlich nicht, denn er ist ein Aasfresser und kommt als Letzter in der Nahrungskette. Wenn man die Form der Krallen des Bartgeiers mit denen des Steinadlers vergleicht, sieht man, dass diese wirklich zum Töten gedacht sind. Die des Bartgeiers hingegen sind nur zum Stehen und um Knochen zu fassen, als Nahrung. Ja, man sieht es an den Krallen. Diese zum Töten, diese zum Greifen. Du hast auch noch Erde mitgebracht. Ja, warum Erde? Hier sieht man ein Foto des Bartgeiers mit dieser Ockerfarbe. Bartgeier baden gerne in eisenhaltigen Pfützen. Man sieht manchmal diese rötlichen Felsen. Sie enthalten Eisen und mit dem Wasser oxidiert es. Wenn er also in so einer Pfütze badet, ist er am ganzen Körper rötlich eingefärbt. Dies ist ein Merkmal des Bartgeiers. Warum er das macht, ist nicht ganz klar. Vielleicht will er Parasiten loswerden, sein Territorium markieren oder seine Körpertemperatur regulieren. Es gibt da verschiedene Hypothesen. Jedenfalls ist die Farbe typisch für diese Art. Darf ich? Ja. Ein Ei, ein falsches? Vom Bartgeier? Ja. Stell dir die Größe des Bartgeiers vor. Eine Flügelspannweite von 2,90 Meter und 5 bis 7 Kilo schwer. Verglichen mit einem Hühnerei ist das Bartgeier-Ei nicht so groß. Aber das Jungtier bleibt nach dem Schlüpfen noch 4 Monate im Nest. Und erst dann ist es so groß wie ein erwachsener Bartgeier. Der Vogel wächst sehr schnell in diesen 4 Monaten. Er muss sehr schnell groß werden. Man ahnt nichts, weil man auch nichts sieht. Aber unter unseren Füßen werden Daten gesammelt. Du benutzt das Glasfasernetz der Telekom. Ja, das ist so. Wir benutzen diese Glasfaserkabel, um ganz geringe Dehnungsraten im Boden festzustellen. Und diese Dehnungsraten sind so wie die Messung, die wir vorhergesehen haben, die Bodenunruhe, die durch Murgänge hervorgerufen werden. Was ist der Vorteil dieser Methode? Ja, der Vorteil ist natürlich, dass wir entlang eines Glasfaserkabels viele hundert oder gar tausend Messpunkte haben. Das heißt, wir haben nicht nur eine einzige Station, wie wir vorhin installiert haben, sondern wir haben gleich hunderte oder tausend, also viel mehr Daten verteilt über eine große Distanz. Diese Technologie kann man überall auf der Welt nutzen. Ja, das ist der andere Vorteil. Dort, wo Glasfaserkabel liegen, und das ist an vielen Orten in der Schweiz praktisch überall, dort können wir so eine Messung machen, solange wir an eine einzige Faser entlang dieses Kabels herankommen. Und solche Fasern sind eigentlich immer verfügbar. Weltweit? Ja, das ist praktisch überall, wo es für Telekommunikation oder andere Zwecke Glasfaserleitungen gibt. Von hier oben sehen wir die Rhone. Der Fluss hat eine wichtige ökologische Bedeutung. Warum ist er für die Vogelwelt so wichtig? Es gibt viele Vögel, die in der Schweiz praktisch nur hier nisten. Zudem ist die Rhone von der Quelle bis runter zum Genfersee begradigt. Außer dieser Abschnitt hier. Daher ist dieser Ort auch sehr wichtig als Korridor von Nord nach Süd, denn die Autobahnen können zum Beispiel Huftiere nicht überqueren. Der Ort ist also sehr wichtig. In der Schweiz sind 90% der Auengebiete trockengelegt worden, also es ist hier wirklich wichtig, sie zu erhalten.
Und es gibt noch ein Argument für den natürlichen Flusslauf. Die Höhendifferenz zwischen Leuk und Cedars beträgt 80 Meter. Es wäre unmöglich gewesen, hier Dämme entlang der Rhone zu bauen. Die Strömung wäre viel zu stark. Es ist dem Höhenunterschied zu verdanken, dass wir dieses Naturparadies haben. In der Talebene des Parks liegt der Pfienwald, ein Naturschutzgebiet und einer der größten Föhrenwälder Mitteleuropas. Die Überschwemmungen an der Rhone, der ständige Wechsel zwischen Zerstörung und Regeneration begünstigen die Biodiversität. Aber die Beziehung zwischen dem Fluss und der Walliser Bevölkerung war nie einfach. Im kollektiven Gedächtnis bleibt die Erinnerung an die großen Überschwemmungen der Vergangenheit, die letzte im Jahr 2000. Dieses Ereignis gab den Ausschlag für die dritte Rhone-Korrektur. Ein auf 30 Jahre ausgelegtes Projekt für einen verbesserten Hochwasserschutz. 160 Kilometer der Rhone sollen, wo immer möglich, in einen natürlicheren Zustand gebracht werden. Der wilde Flussabschnitt im Park wird dabei unverändert bleiben. Aber die Rhone ist nicht der einzige Fluss, der die Experten beschäftigt. Mit Anna und Fabian Walter gehen wir zurück in den Illgraben und zum Fluss Illbach. Fabian, du installierst hier einen weiteren Sensor, um die Bodenneigung zu messen. Was bedeutet das? Ja, das ist so, wenn der Murgang hier, letztendlich dort, wo wir jetzt sitzen, durchkommt. Es ist eine enorme Gewichtskraft, die auf die Erdoberfläche einwirkt. Und damit wird das Gelände ganz leicht geneigt. Und obwohl es so wenig ist, dass wir es niemals spüren könnten, kann der Sensor das aufzeichnen. Dazu benutzt du zudem eine Drohne. Was untersuchst du mit ihr? Unsere Idee ist letztendlich, dass all die vielen Messungen, die wir haben, dass wir sie irgendwie in ein Ganzes integrieren. Und das Schlagwort, das man oft hört, ist ein Internet of Things. Dass die unterschiedlichen Sensoren voneinander wissen, einander abstimmen. Und was uns eben fehlt, ist der Gesamtüberblick, den wir mit so einer autonomen Drohne erreichen können. Man sagt, dass es durch den Klimawandel immer mehr Murgänge und Steinschläge geben wird. Kann man vorhersehen, was uns erwartet? Ja, wir gehen als Wissenschaftler davon aus, dass es mehr werden wird. Es wird mehr Massenbewegungen, mehr Murgänge geben. Die Geschichte ist aber etwas komplizierter. Es ist nicht überall das Gleiche, was wir beobachten werden. Es kann auch sein, dass an gewissen Orten es etwas weniger werden wird. Aber was aus meiner Sicht wichtig ist, es wird sich etwas ändern. Wir werden dort Ereignisse haben, wo wir sie jetzt nicht haben. Wir werden dort keine Ereignisse mehr haben, wo wir sie jetzt sehr viel haben. Und mit dieser Veränderung umzugehen, das ist die große Herausforderung. Auf der anderen Seite des Rhonetals liegt das Dorf Albinen. Es scheint, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Die traditionellen Holzhäuser und Scheunen aus dem 15. Jahrhundert ergeben ein Dorfbild wie aus dem Bilderbuch. Doch wie in vielen abgelegenen Dörfern der Berggebiete machte auch diesem Dorf die Abwanderung zu schaffen. Viele der Häuser standen leer oder waren Zweitwohnsitze. Doch dann reagierte die Gemeinde auf unkonventionelle Weise. Sie bot für jeden Erwachsenen eine Prämie von 25.000 Franken und 10.000 Franken pro Kind, wenn sie nach Albinen ziehen. Das war im Jahr 2017. Die Nachricht ging um die Welt und das Dorf erhielt Zehntausende Anfragen.
Ein paar Dutzend Menschen haben die Kriterien erfüllt und das reichte, um den Trend zur Abwanderung zu stoppen. Heute hat sich die Einwohnerzahl bei 250 Personen eingependelt. Manchmal braucht es unkonventionelle Ideen und den Mut zum Handeln, auch im Weinbau. Ein Beispiel ist hier die Rettung der alten Rebsorte Gornela. Sie ist heute dank dem Einsatz eines einzelnen Winzers eine lokale Spezialität. Der Winzer ist der Vater von Felicitas. Gornela ist eine alte, autochthone Sorte hier vom Wallis und ist dann eigentlich fast ausgestorben. Und mein Vater hat dann Ende 60er Jahre im Rahmen der Semesterarbeit ist dann verschiedene Rebstöcke nachgegangen, die noch so ein bisschen umeinander waren, an Häusmühren oder Rebmühren. Hat Setzling genommen, also Steckling genommen und hat die veredeln und hat dann nach bis nach wieder abgepflanzt. Also von 400 Quadratmetern auf jetzt einen halben Hektar. Erzähl mir ein bisschen, als Weintechnologin, auf was schaust du, was macht einen guten Wein für dich aus? Wir arbeiten ja mit Hefe und Bakterien. Also da muss man immer recht gut ein Auge drauf haben oder eben die Nase drüber. Das ist bei uns so das wichtigste Instrument. Du gehst immer wieder schmecken. Ja, das ist schon etwas ganz Wichtiges während der ganzen Weinbereitungsphase. Also ich würde sagen, also unsere Weine sind sicher eher so klein, die feine, elegante, harmonische. Prost! Prost! Und der ist jetzt schon gut? Nein, der ist noch jung. Und welcher ist dein Lieblingswein? Also zu dem sage ich, gewöhnliche Mama hat auch kein Lieblingskind. Der Biologe Peter Augier ist seit 2004 der Direktor des Parks. Alain hat sich an einem speziellen Ort mit ihm getroffen, um an ein Ereignis zu erinnern, das den Park in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert hat. Wir sind hier im Leukerwald, der vor 20 Jahren von einem dramatischen Brand verwüstet wurde. Mehr als 300 Hektar sind abgebrannt. Was kann man heute hier lernen und beobachten? Wir sehen die Biodiversität, die sich hier seither entwickelt hat. Die Flora, aber auch Tiere, Insekten und Vögel haben diesen Ort wieder besiedelt. Wir sehen auch, wie der Wald sich sukzessive seinen Platz zurückerobert. Weiter oben sieht man Bäume, die sich noch nicht erholt haben. Hier unten aber wachsen schon wieder Blätter und erste Tannen. Also wirklich die Sukzession, 20 Jahre nach dem katastrophalen Waldbrand. Kurz vor 20 Uhr ist das Feuer oberhalb von Leuk auf 800 Metern über Meer ausgebrochen. Das Feuer breitete sich rasant aus, teilweise bis auf eine Höhe von 1900 Metern. Insgesamt wurden 450 Hektar Kiefern und Fichtenwald zerstört. Und die Flammen waren bis zu 30 Meter hoch. Ich habe das Feuer neben der Hauptstraße gesehen. Es war etwa 15 bis 20 Quadratmeter groß. Wir haben versucht, es mit Decken zu ersticken, aber es war zu spät. Für die Bevölkerung war es ein Schock, klar. Es kam völlig überraschend. Aber für die Natur war es gut. Es gibt spezialisierte Arten, die jahrelang auf ein solches Feuer warten, um hierher zu kommen und sich fortzupflanzen. Es war am Ende wirklich positiv für die Natur. Die Regenerationskraft der Natur ist faszinierend. Neue Arten wie die Zipammer haben sich in diesem Gebiet des Parks angesiedelt.
Während an den Hängen die Natur regiert, ist weiter unten im Tal der Einfluss der Menschen besonders groß. Eine Autobahn soll bald durch das Parkgebiet führen. Auch wenn sie über weite Strecken unterirdisch verläuft, gibt das nach wie vor viel zu diskutieren. Als Ersatz für den Eingriff gibt es verschiedene ökologische Aufwertungen, welche die Artenvielfalt erhalten und fördern sollen. Es wurden neue Teiche geschaffen und der Wald wird ausgelichtet. Forscherinnen und Forscher verfolgen, ob diese künstlich geschaffenen Lebensräume ihren Zweck erfüllen und beobachten laufend, welche neuen Tierarten sich ansiedeln. Die Zusammenarbeit mit der Forschung ist wichtig für viele Parks. Du bist Wissenschaftler und Direktor hier. Was bedeutet dir diese Zusammenarbeit? Nun, die Forschenden kommen sicher wegen der hohen Artenvielfalt. Aber es ist auch ein sehr dynamisches Gebiet mit den Murgängen, dem Waldbrand und dem Fluss, der noch mehr oder weniger wild fließt. Auch die Lawinen, die herunterkommen. Es geschieht sehr viel hier, was zu viel Biodiversität führt. Besonders interessant für die Forschung. Und das alles zieht auch Gäste an. Ich glaube, darum geht es in diesem Buch. Die Idee ist, dass die Wanderer den Spuren der Forscher folgen. Genau. Die WSL hatte vor ein paar Jahren Bücher herausgegeben, um die Forschung populärer zu machen. Der erste Band war dem Wallis gewidmet, was mich sehr gefreut hatte. Noch viel mehr gefreut hat mich, dass von den 8 vorgeschlagenen Wanderungen 4 durch den Naturpark führen. Das zeigt einmal mehr, wie reich und vielfältig diese Umgebung für die Forschung ist. Der Naturpark Pfinfange ist voller Gegensätze. Und wir haben erfahren, dass es genau diese unterschiedlichen und extremen Bedingungen sind, die erlauben, dass es hier so viele seltene Vogelarten gibt. Dass Weinbauern neue Wege gehen und Forscherinnen und Forscher ein außergewöhnliches Labor unter freiem Himmel finden. Und genau hier, bei der Bhutanbrücke, die beide Seiten des Illgrabens miteinander verbindet, beenden wir diese Folge. Ich finde, diese Brücke ist der ideale Ort, um unseren Besuch abzuschließen. Sie verbindet den französischsprachigen mit dem deutschsprachigen Teil des Parks. Und beim Überqueren der Brücke sieht man fast alle wichtigen Lebensräume für die Biodiversität. Von der Flussebene bis hinauf zu den höchsten Gipfeln. Und sie sind für die Vogelwelt ebenso wichtig wie für die Pflanzenwelt, die im Wallis besonders vielfältig ist. Ja, gerade die reichhaltige Natur, die habe ich auch gesehen in den begrünten Rebbergen, wo ich war. Und ich habe dort irgendwie gesehen, von Eidechsen bis eben diverse Pflanzen und Insekten. Und irgendwie hat mich das so beeindruckt, dass das halt möglich war, die Begrünung auch durch so einen Entdeckergeist und einen Pioniergeist von Menschen, selbst irgendwie vor 60 Jahren. Ja, die Vielfältigkeit der Natur ist unglaublich. Besonders aufgefallen ist es mir im Leukerwald. Nachdem die Flammen alles zerstörten, haben neue Arten die Gelegenheit genutzt und das Negative ins Positive umgewandelt. So wie auch da unten im Illgraben, wo die Murgänge in der Forschung positiv genutzt werden, um Algorithmen zu entwickeln, die in Zukunft wahrscheinlich Leben retten. Also überqueren wir diese Brücke. Los geht's. Yes.